So, meine lieben Leute, willkommen und heute mit der Cam. Oh, warum? Yo, heute geht's richtig rund beim Manzi Man. Rund wie ich? Heute ist er sogar rund. Ich bin allgemein rund. So. Wir haben 4000 Elektrum-Ingots. Ja, man hat erstmal gesehen, ich habe wieder einen Finger. Einen blauen diesmal. Ich hatte die ganze in Zeit blau. In blau, genau. Sonst hatte ich in immer blau, gewesen, genau. Blau macht schlau, genau. Heute bist du der Reimmaster oder was? Mhm. So, und wir werden hier hinten bleiben mit dem Bauen. Und ja, die In-Ear-Kopfhörer habe ich sonst nicht. Es ist jetzt erstmal ein Test mit der Kamera. Die Kamera ist neu. Die ist in HD-Auflösung. Ich habe sogar HD eingestellt. Deswegen kann es sein, dass ein bisschen schwummrig ist. Naja, schwummrig nicht. Also wir werden hier hinten, wie gesagt, jetzt bauen. Denn man sieht, ich habe hier ein kleines Bahnhofshaus gemacht, was scheiße aussieht. Aber das ist man ja von mir gewöhnt. Und da kommt der Zug ganz langsam an. Das habe ich außerdem gelöst mit dem Zug. Man braucht eine Holding Track. Genau, eine Holding Track. So muss es sein. Eine Holding. Die holdet richtig viel. Genau, so muss es sein. Aber oh Mann, ist das lecker. Yummy, yummy, lecker Schmecker, Gropolo. Fuck, Leute, mir fällt gerade was ein. Oh nein. Oh ja. Nein, sag mir nicht, du hast es vergessen. Ja, ich hab's vergessen. Nein, hast du nicht. Doch. Hast du nicht. Nein. Doch. Scheiße. Weißt du überhaupt nicht, um was es geht, aber... Kein Plan. Mir fällt gerade ein, wir haben... Dieses Wochenende ist Hexenfeuer, Maifeuer oder wie man das sonst nennt, egal wo ihr herkommt. Oder ob es überhaupt sowas gibt bei euch. Ja, ich baue gerade hier komplette Signalsteuerung ab. Bei mir gibt es ja das Hexenfeuer, dort wo ich herkomme. Das heißt, da wird ein Feuerchen gemacht mit einer Hexe drauf, die aussieht wie... Jo. Du. Das war nur mal ein Gedanke. Ja. Aber, okay, da fällt mir ein, ich muss ja noch ein bisschen vorproduzieren. Und nein, nicht irgendwelche Games, ich muss Minecraft vorproduzieren. Also irgendwelche Games habe ich ja, glaube ich, genug. Das haben wir... Ja, du mit deinen... Wie lange war das jetzt? Irgendwie 2 Monate oder so? Nee, so viel auf jeden Fall. 2 Wochen. 18 Tage komme ich aus. Okay, siehste, da war ja nah dran. 18,5 Tage. Ja, könnte ich mich jetzt zurücklehnen und nichts machen. Aber so sehe ich nicht aus. Aber... Stimmt, so siehst du nicht aus. Du siehst eher aus wie so ein Man of the World. Genau. Bloß... Es wäre sehr nützbringend gewesen, wenn ich nach Polen gefahren wäre, zu diesem Austausch von Ländern, Deutschen, mit Rassisten und Bassisten? Bassisten. Kennst du einen Bassisten? Ja, kenne ich sogar. Krass. Ja. Ist ja Imba. Ist ja immer, hm? Ist ja Imba, habe ich gesagt. Ach, Imba. Imba, okay, ja, so wie Imba ist das geil. In der Bar habe ich auch was zu trinken, alkoholisches. Ja. Ja, genau. Und das ist außerdem meine Küche da hinten. Das wäre die Küche, wo ich mal gesagt habe, let's cooking, los geht's. Da hinten würde es stattfinden, dann brauche ich auch noch eine Cam, eine ordentliche. Und Ideen. Und Scheiße. Was habe ich denn jetzt? Scheiße. Du brauchst Scheiße? Ja. Ey, soll ich dir was sagen? Die hast du genug. Ach nee, die kommt aus deinem Mund. So. Jetzt geht das schon wieder los. Nicht, dass das ist, sondern was anderes. Ja, ich habe versucht, hier ein ordentliches Haus zu machen, was nicht rausgeboren ist. Achso, wir wollten das Dings angehen, ne? Den Autobrater. Genau, Autobrater, genau. Das war noch. Aber erstmal hinlegen. Das wäre sein uns bringt. So, und jetzt sieht man auch, wie ich immer aufs Handy gucke. Wenn ich nach unten gucke, da drüben ist außerdem mein... Dann guckt er auf seinen offenen Hosenstall, Freunde. Das gibt Klicks bei den Ladies. Dislike. So. Ja, oh cool, ich habe sogar noch 2 Superkondukte. Kannst du das Zeug mitbringen? Welches Zeug? Ich hab gedacht, du wirst ins Smelter gehen. Wo willst du denn bauen? Hier oder hinten? Also. Na, direkt dran. Ne? Dachte ich, die kommen raus und werden gleich gebraten. Dann bringen wir das Zeug mit. Echt Zeug? Ja, was man hier so braucht zum Autobrater. Oh, dann muss ich das ja jetzt alles machen.
Na gut, in der Zeit kann ich ja nochmal hier was machen. Oh, das könnte jetzt aber kurz dauern, ja. Weil ich bin halt gerade, wie gesagt, dabei, ich habe 2 Gravy Engines. Alter, war das eine Geburt. Ihr wollt mich verarschen. So, ich werde. Ich hätte mir das Rezept vorher vielleicht doch noch angucken sollen. Ich werde jetzt zwar zurückkommen, aber dir erstmal nicht helfen. Ich werde erstmal was anderes machen. Das stört mich schon seit Ewigkeiten. Haben wir Kohle, Running, Action. Ach, und Kacke. Man muss wirklich sagen, mit den 3 Kohlen reicht es vollkommen aus. 3 Wassertanks. Reicht es vollkommen aus. Kein Problem, Leute. Damit kommt man voran. Ja, und nochmal zurückzukommen, dem Wochenende, da werde ich versuchen, ein Video zu machen, weil wenn ich Auto fahren darf, man kann ja auch mal einhändig fahren, oder? Mal muss ich so. Jetzt haut er richtig auf die Kacke. Naja, man muss ja auch mit diesem Finger hier. Muss ja mal probieren, ne? Scheiße, dass es nicht dieser ist. Alter. Ich könnte ja mal raten, welcher es ist. Der Wichsfinger? Hä, wo bleibt der Zug stehen? Achso, ja, das hatte ich auch mal, als er da lang gefahren ist. Der ist ja einmal kurz stehen geblieben, ich weiß auch nicht warum. Nee, der bleibt am Anfang stehen und ich weiß aber warum. Ich muss noch kurz Dings machen. Du weißt schon hier das eine. Also, nicht das, was du jetzt denkst, sondern das andere. Das habe ich doch gedacht. So. Ja, und das hast du gar nicht gedacht. Deswegen muss man stehen bleiben. Halt, nein. Oh, genau. Oh, das wäre gerade schief gegangen. Weil ich bin jetzt kurz vor der Gravity Chestplate. Naja, ich komme gerade gleich zurück. Ach du Scheiße, ich habe ganz vergessen, ich brauche ja noch ein Ulti-Lab-Pack. Damas. Fuck. Ich finde es auch lustig, ja. Wie ich die Kamera... Hast du gerade Yamas gesagt? Yamas, genau. Yamas. Ich kann ja mal was probieren. Also ich muss sagen, es ging jetzt doch echt schneller als erwartet. Man muss sich das nur vorher ausrechnen, wie viel du brauchst. Also. Guck mal Leute, da seid ihr. Da seid ihr drinnen. Ja, das geht. Was hast du jetzt gerade gezeigt? Ich habe mein Handy geholt und die In-Kamera angemacht und einfach mal so, hey Leute, da seid ihr. Okay. Ja. Läuft. Ich habe keine Freunde. Das wusste ich auch vorher schon. Und ich habe die nächste Methode, um so eine Art Karaoke zu machen. Was aber schief gehen kann, weil ich nie weiß, welche Liedergamer richtig sind. Es gibt nämlich die Möglichkeit, das habe ich gemacht für eine aus Langeweile. Einfach über die Boxen habe ich die Musik laufen lassen und habe einfach dazu gesungen. Ach so. Mit den Boxen. Oh, das ist cool. Das Ganze kann ich aber auch andersrum machen. Also weiß dann mit Ton und alles. Aber man kann es ja mal probieren, man kann es ja dann versauen, das geht ja alles. Und ich denke immer, dort unten ist die Kamera, die an ist, aber nee, da oben. Da muss ich mich noch gewöhnen. Ah, das ist so eine Gewöhnungsfrage. Ist ja wirklich, das ist richtig nervig. Nein, nicht aufsteigen. Nicht, du Kraft. Nein, nicht aufsteigen. Da gönne ich mir doch gleich mal aus der frisch von der Koro-Drogerie. Ja, Cola aus Rewe. Jetzt kommt die Schleichwerbung. Hashtag Schleichwerbung. Ich muss ja meinem Motto treu bleiben. Ich darf ja hier nicht meine Fans enttäuschen auf deinem Kanal. Ja, das, so weit kommt es doch, dass deine Fans bei mir sind und meine Fans bei dir. So weit kommt es noch. Das sehe ich. Das wäre irgendwie lustig. Ach, und machst du Videos für meins und ich mache Videos für deins und dann... Warte mal. Whale? Nee, Track. Wie hieß denn das? Dreck? Train? Nee. Was suchst du? Die Maschine, die den Zug, der den Untergrund ändert vom Boden. Eigentlich muss er hier runter nur gehen und irgendwo muss er ja hier sein. Hintergrund ändert von der Maschine. Was ist denn das? Scuba Helmet? Scuba Helmet? Scuba Helmet? Ja.
Dachte, das ist so ein Taucherhelm, womit du besser sehen kannst. Deswegen habe ich den, ich habe mal nach dem Rezept geguckt, der ist halt billig. Der sieht auch so dachte aus. Dachte ich mir, guckst du mal nach? Ja, der sieht wirklich so aus. Ist halt, ist glaube ich auch ein Taucherhelm. Aber leider hilft der nicht bei Unterwasser sehen, weil ich das mit den Night Vision Potions, das war echt ätzend. Das ist, ah, hier. Ah! Hier brauchen wir, glaube ich, oder? Undercutter Card, genau. Jetzt müssen wir mal hier vieles reinlegen, damit wir mal Platz haben. Oh. Inventarus. Hier haben wir. Luke, kann ich noch mal ein Stack Mixed Metal machen? Also, Gravel haben wir noch nicht genug. Alter, was? Fällt dein Foto, gefällt dein Foto, was? Das okay, ich sollte echt öfter Hashtags bei meinen Instagram-Fotos benutzen, also viele Hashtags. Alter, ist ja richtig gut. Ich hatte heute nämlich in der Schule so viel Langeweile, dass eine sehr gute Freundin und Mitschülerin, die neben mir sitzt, erstmal eiskalt mir ein Smiley raufgemalt hat, weil ich echt schon leicht depressiv aussah. Und aus dem Smiley habe ich halt einfach da eine Kugel gemacht, die ein Smiley hatte und dann weiter und weiter und weiter und dann kam Pokémon raus. Das habe ich einfach mal vorhin gepostet, so just for fun. Das wäre mir gerade mal Zeit. Ja, das ist natürlich lustig. Wollen wir jetzt gleich noch eine Folge aufnehmen oder zwei oder drei, also fürs Wochenende halt für dich? Wenn du die Zeit hast, können wir das gern machen. Ich habe nämlich die Zeit auch. Ich weiß nicht, wie lange das mit dem Schneiden ist jetzt. Deswegen. Musst du es denn jetzt schneiden? Dem Part, das steht dir übrigens richtig gut. Dem Part jetzt, ja. Achso, den Part jetzt. Den muss ich ja noch feststellen. Oh, was wollte ich denn gerade? Achso. Na, wollen wir danach dann einfach? Wir gucken mal, was für Zeit ist. Alles klar. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert mit dem Schneiden. Das könnte lange dauern, das könnte auch kurz dauern. Weil das Synchronisieren. Gut, eigentlich ist es fast das gleiche, was ich sonst mache, aber. Man sollte niemals sein Mundwerk zu groß halt aufmachen. Darf ich dein Advanced Lab Hack benutzen? Mach. Da kommst du zu Shoot. Ah, die Steine brauchen wir auch. Habe ich noch einen Pickaxe? Hast du gerade was zu tun? Eigentlich schon, aber was kann ich denn helfen? Kurz ein Crack Sand Plus rausholen. Was nennt mir? Nur ein. Ein Cracked Sand, warte. Nur eins. Ja. Und kannst dann bei der Bahn warten. Ich sag. Bei der Bahn warten, also wieder unten im. Nee, oben. Ach, hier oben neben der Baumfarm. Ja, die Bahn. Okay. Weil ich baue gerade die Bahn fertig für. Alter, zieh das jetzt alles hier runter. Alter, warum ziehst du hier alles runter? Der zieht dich richtig runter. So great. So. Dann baue ich mal noch so lange kurz weiter, soweit wie ich komme. Ja, ich sag dir Bescheid, wenn sie da kommt. What the fuck? Junge, bleib still. Bleib ruhig. Pattern das. So das? Ja, genau so. Und winding mit dir. Obwohl, in der Zeit wäre ich genauso schnell. Na, ist vielleicht doch besser, oder? Eigentlich ist ja... ja. Und sie ist fertig. Ich glaub's nicht. Ich hab's wirklich geschafft. Ich hab eine Gravity Chestplate. Ich schaffe es doch selber. Ja, ich hab's eigentlich hierbei, aber naja, ist egal. Ich hab sie endlich. Mansi, ich hab sie. Ich hab meine volle Rüstung. Yeah. Ah, yeah. So. Cool. Das müsste endlich. Oh, ist das schön. Nächsten Part können wir ja Dings machen. Die Gravity Chest verhält sich übrigens wie die Quantum Chest, ne? Okay. Nur hat sie, ich glaube, mehr Rüstung ein bisschen. Ja, hat sie auf jeden Fall. Ich habe jetzt volle Rüstung. Das ist auch cool. So, der Part sagt auch gleich, dass das zu Ende ist. Soweit sind wir schon. Ja, so weit ist es also mit uns gekommen, ja. Ja. Vielleicht möchtest du noch wissen, was überhaupt dieser Underground MT2? Achso, Entschuldigung, den Joke versteht keiner. An,
Undercutter-Card macht. What? Nein, 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 nein. Nein, ich will. Ja. So. Die ändert einfach den Untergrund. Also du kannst hier drinnen auswählen in deinem gelben. Ja, ja, ich sehe schon, was es ist. Hm? Und wenn du warte doch mal kurz an der Cutter. So Patterns, das ist das, was es ändern soll und dann was es das ändern soll, richtig? Genau, genau. Und wie hast du es gemacht, dass das Ding automatisch nachfüllt? Hinten durch die Kiste. Ach so, wenn du die Kiste hinten dran hast, füllt er automatisch nach. Und müsste eigentlich auch das Zeug reinwerfen. Oh, du kannst sogar die Sides einstellen. Das ist ja richtig geil, dass er links und rechts daneben. Das habe ich, mal ausprobiert. Funktioniert irgendwie nicht. Nee? Ich weiß nicht. Das ist aber schade. Das nimmt das Zeug raus, aber keine Ahnung, was da ist. Aber die Musik ist vorbei und ich würde mal sagen. Ey, das ist ja übercool. Ja, ja. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Natürlich mit der Kamera. Wie gesagt, ist der erste Test. Vielleicht darf ich dir immer noch kurz eine Frage stellen? Ja, ändert er die und packt die ganz vorne in die Chest oder? Nee, eigentlich. Ja, irgendwie. Das ist schon eine Frage, weil ich frage mich, ja, packt er. Okay, gut. Hä? Ich habe mich nämlich gerade gefragt, wo er die hinpackt. Ja, es ist eigentlich für mich auch gerade drauf, wo ich eigentlich schmeiß das nach hinten und dazwischen ist dann noch ein Card, wo er durch müsste. Aber der. Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade, wie er das macht. Er nimmt wahrscheinlich den nächstfreien. Die nächstfreie Chest, weil von der hinten saugt er ja die ganze Zeit raus. Okay, für mich ein bisschen so fragwürdig. So kann ich es mir jedenfalls nur vorstellen. Ein bisschen fragwürdig für mich, aber. Gut, Leute, wenn euch wie gesagt der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten. Schreibt natürlich in die Kommentare, ob ich weiter mit der Kamera dort oben rumspielen soll oder nicht. Wenn ja, dann probiere ich auch noch andere Sachen aus und ich muss mal dort oben weiter hingucken. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mit eurem Finger. Ciao, ciao.